Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Mein Name ist Akrable und wir schauen uns heute den zweiten von insgesamt drei Fend 700 Varios von Schnibbelmodding an. Und zwar heute die Variante 722, so steht er jetzt hinter uns, sprich also der 700er S4. Im ersten Video war es ja der SCR, der älteste, jetzt der S4, der etwas neuere. Und im nächsten und letzten Video zu den 700ern kommt der Gen 6, der allerneueste. Heute geht es aber um den S4 und wir werden uns wieder im Shop anschauen, was wir alles konfigurieren können. Wir werden uns die IC-Einstellungen anschauen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach sehr ähneln werden. Wir werden reinhören, Lichttest machen, Probefahrt machen. Wir haben ja hier auch eine andere Motorisierung. Schau mal, wie sich das Ganze verhält. Also, ich würde sagen, los geht's, ab in den Shop. Hier sehen wir die drei Stück auch noch einmal vor uns. Den S4 als kleinere oder den SCR als ältere Variante. Und den S4, den wir uns entsprechend heute anschauen, der auch einen Basispreis von 135.000 hat, sprich etwas teurer im Vergleich zum SCR entsprechend ist. So, da ist das gute Stück. Wir haben die Basismotorisierung genauso wie im SCR als 714er mit 150 PS, geht hoch bis zum 724 mit 246 PS. Also das heißt 714, 716, 718, 720, 722 und 724. Ich glaube, auch bei den Reifen hat sich nichts verändert, groß im Vergleich zu den Konfigurationsmöglichkeiten, die wir im SCR hatten. Ich lasse mich da gern berichtigen. Ich habe jetzt nicht so das Fachauge, aber wir haben auf jeden Fall auch hier wieder alle möglichen Konfigurationsvarianten mit am Start, inklusive der breiteren Pflegespuren. Und das ist schon ziemlich cool. Designtechnisch können wir hier natürlich auch wieder zwischen Standard und Designline wählen. Das ist immer wieder ein cooles Feature, also ich mag das ganz gern. Wo auch hier am Auspuff im Übrigen sich bei der Designline nochmal dieses Schutzblech, dieses Wärmeschutzblech mit verchromt. Spiegel haben wir auch wieder, Standardspiegel, Weitwinkelspiegel, Spiegel, Weitwinkel elektrisch, also würde man sie verstellen können. Aber real betrachtet haben wir dann hier entsprechend die elektrischen. Ja, und eben wieder Standard. Lichter haben wir hier das Standardpaket. Es gibt auch das LED-Lichterpaket. Das bezieht sich hier oben, und das ist dann anders als beim SCR, bezieht sich hier oben auf die Arbeitslichter. Wenn wir hier die Lichter wechseln, dann haben wir hier entsprechend LED. Auch hier unten, genau, hier geht es auch von Halogen hin zu LED. Das sollte auch dann entsprechend das Lichtbild verändern. Ich bin mal gespannt. Auch hier in den vorderen Augen, sage ich mal, haben wir dann ein LED drin. Das ist ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, wie ich es konfiguriert habe bei unserem Basismodell. Würde aber gucken, dass wir natürlich das LED-Paket wählen. Seitenbeleuchtung können wir hier entsprechend auch wieder wählen. Oh, hat sich ganz, ganz sneaky versteckt. Die Seitenbeleuchtung ist hier mit in der Beleuchtungseinheit verbaut. Das habe ich so gar nicht gesehen. Konfigurieren wir dann natürlich auch mal mit. Wir können wieder Warntafeln konfigurieren. Dieses Mal auch mit dem LED-Element daran. Wir haben die Rundumleuchten. Links, links LED, links, rechts LED. Also ab der S4-Variante, die etwas neuere Variante, können wir auch entsprechend auf LED umrüsten. Irgendwie mag mich meine Kamera heute nicht. Interessant. Typenbezeichnung. Haben wir die Standardtypenbezeichnung hier auf der Motorhaube. Wir könnten aber auch auf Sonderwunsch die neue Typenbezeichnung aufkleben. Das ist die also von der aktuellsten Variante. Ich würde jetzt hier originalgetreu bei der Standardvariante des S4s bleiben. Ausstattungstechnisch sind wir hier aktuell in der Power-Ausstattung. Da sieht man immer sehr schön hier vorne an der Front, sowie auch am kleinen Bildschirm hier, der jetzt im Übrigen funktioniert. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon eingeblendet. Ich habe recht schnell ein Update bekommen. Das wurde gefixt. Wenn wir auf die Power Plus Ausstattung gehen, dann bleibt entsprechend, das muss ich selber nochmal schauen, was die Power Plus Ausstattung eigentlich verändert. Ich glaube, hier ein Typenschild. Und ansonsten gar nicht so viel. Ich glaube, das sind dann noch irgendwelche Ausstattungsmerkmale im Fahrzeug. Die Profi-Ausstattung hat dann hier die komplette Front, sag ich mal, inklusive dieser seitlichen Leuchten. Ist aber immer noch mit dem kleinen Bildschirm ausgerüstet.
Und die Profi-Plus-Variante kommt dann natürlich mit dem großen Terminal daher und auch mit der entsprechend vollständigen Front, so will ich es jetzt einfach mal nennen. Und da sind wir dann aber auch bei einem Zusatzpreis von knapp 30.000 Euro für die Profi-Plus-Variante. Also ja, das muss man sich dann gut überlegen, ob man das benötigt oder nicht. Frontladeranbau haben wir natürlich auch wieder am Start. Originalgetreue Fendt, aber eben auch Quicke und Hauer sind hier mit vertreten. Vorgewendemanagement kommt wieder vom Script-Mod selber, nicht vom Fendt-Pack. Animationen können wir wieder wählen zwischen Interactive Control und Mouse Control, weil das Fahrzeug hier auch sicherlich für die Konsolen kommen wird. Und by the way, ihr könnt das Ganze dann, wenn es released ist, im ModHub runterladen. PC und Konsole. Ja, GPS ist auch wieder Interactive Control Script Mod, aber wir haben hier, ach Quatsch, wo bin ich denn hier? Wir haben hier entsprechend, wenn wir das mit anwählen, auch eine GPS-Antenne mit auf dem Dach. Ja, ansonsten haben wir wieder die Hauptfarbwahl, die wir abändern können. Die Designfarbwahl ist dann für die Frontladerkonsole, sollte sie konfiguriert sein. Das können wir ja auch nochmal machen. Dann sieht man hier die Designfarbe. Und wir können natürlich auch nochmal die Felgenfarbe entsprechend einstellen. Kennzeichen sind natürlich vorne und hinten entsprechend vorhanden. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Details des Fahrzeugs an, beziehungsweise wie er sich zum alten SCR unterscheidet, und gehen dann unsere weiteren Tests durch. So, Freunde, hier stehen wir nun vor unserem S4. Ich habe mal hinter mir dort die Lampe ausgemacht, in der Hoffnung, dass dieser Kollege mich etwas schärfer und interessanter findet als die Lampe da hinten. Schauen wir mal. Wir werden erstmal einen Soundcheck machen, weil ich dann während der IC-Funktionsprüfung natürlich den Motor laufen lasse. Also beginnen wir hier entsprechend mit dem Soundcheck. Dann werden wir uns jetzt mal eben anschauen, was wir für IC-Möglichkeiten haben. Wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass das die gleichen IC-Punkte sind, wie es auch schon im SCR der Fall war. Nichtsdestotrotz, der Vollständigkeit halber, schauen wir uns hier drin natürlich nochmal um und gucken, ob das wirklich so ist. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen noch eine andere Ausstattungsvariante. Die Möglichkeiten dennoch sind nahezu die gleichen. Ich starte hier einmal das Fahrzeug über den Interactive Control Punkt da hinten. Ich mache mal hier den Sound ein wenig leiser. Und was hier beim S4 auffällt, ist, dass wir das Lichttableau hier viel besser und freier sehen. Da müssen wir gleich nochmal rüberspringen, ob das Lenkrad hier ein anderes ist. Ich saß gerade im SCR. Nein, es ist genau das gleiche. Also ich keine Ahnung, was mein Empfinden mir jetzt hier schon wieder sagt. Auf jeden Fall können wir hier wieder das Licht entsprechend steuern. Und die Warnblinkanlage können wir auch steuern, sowohl die, als auch die Rundumleuchten. Überall haben wir wieder unsere Indikatoren am Leuchten und am Blinken. Das ist sehr schön, auch wenn wir nicht reingezoomt haben, lässt sich das Ganze dann sehr schön da unten entsprechend erkennen an den Lämpchen. Coole Geschichte, kann man das Ganze mal wieder ausmachen. Ist, wenn man rangezoomt hat, hier ein klein wenig friemlich. So, was haben wir noch? Wir können unser Lenkrad bzw. unsere Lenkkonsole wieder hochstellen und entsprechend wieder runterstellen. Wir können hier die Armlehne hoch und runter machen. Ich glaube, das war im SCR nicht mit drin, wenn mich nicht alles täuscht. Die Türen öffnen und schließen selbstverständlich. Das Dach anstellen können wir. Wir können hier hinten entsprechend unser Fenster öffnen. Sehr, sehr schön. Wir haben hier unten wieder den Tempomaten, der auch schön wieder nach rechts tippt. Das Drehrad haben wir hier an der Stelle nicht. Ich glaube, das verwechsel ich aber auch gerade. Das war im SCR ebenso. Also die IC und natürlich auch das Radio. Die IC-Funktionen sind entsprechend die gleichen. Und auch wenn wir jetzt ein Anbaugerät hinten anhängen, können wir hier entsprechend auch wieder von innen sowie von außen das Ganze ansteuern. Gut, kommen wir zum Lichttest, und im Lichttest würde ich nochmal den alten SCR entsprechend gegenüberstellen, und dann schauen wir uns nochmal die Besonderheiten an. Erstmal gucken wir hier, was der
Kollege hier so kann und dann machen wir die Gegenüberstellung. Okay, jetzt habe ich nochmal den alten SCR mit Halogen-Variante dazu geholt. Und man sieht das schon sehr schön hier vorne, hat er so dieses typisch gelbliche Halogenlicht und auch der Lichtkegel. Es ist zwar jetzt hell, aber ich denke mal, erkennt das trotzdem einigermaßen vernünftig. Der Lichtkegel zum Annaburger hin ist so ein bisschen gelblich. Und wenn wir dann rüber zum S4 gehen, der auf LED umgerüstet ist, sieht man schon diesen typischen blauen Lichtkegel. Auch hier oben entsprechend an den Lichtern, natürlich an den Arbeitsscheinwerfern, können wir das auch gleich nochmal einstellen. So, da sieht man das auch nochmal schön. Hier haben wir die Halogen-Variante und hier drüben entsprechend die LED-Variante. Und wenn wir uns jetzt mal in ein Fahrzeug reinsetzen und nach hier vorn schauen, ich schalte den mal hier ab, dann haben wir nur die blaue Beleuchtung. Beziehungsweise, wir machen es mal anders. Ja, an der Stelle wollte ich, oder war ich eigentlich noch an einem Unterstand, hab aber scheinbar vergessen, die Record-Taste zu drücken. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr, 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 sehr deutlicher Unterschied. Und um das Ganze vielleicht ein bisschen spannender zu machen, findet es einfach selber heraus. Es ist meines Erachtens auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. So, Freunde, ich sitze jetzt im 722er S4. Wir gehen jetzt auf Probefahrt hinten dran, wie immer, Annaburger, prall gefüllt mit 24 Kubik Gülle. Und, Freunde, bevor wir weitermachen, ich habe gerade richtig, richtig viel Spaß an dieser Art Vorstellung, Probefahrten und so weiter und so fort. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, ob ihr das auch so cool findet oder Spaß daran habt. Mir macht es auf jeden Fall mega viel Spaß. So, wir starten das Fahrzeug. Im Soundcheck schon gehört, auch jetzt hier natürlich nochmal etwas deutlicher. Ein anderer Sound als im SCR. Und auch hier muss ich nochmal Schnibbel loben. Stark. Wir können hier wieder zoomen. Das liegt aber jetzt am Dashboard Live Mod. Ne? Mit dem kommt dann auch die Funktion des Zoomens. Und da muss man auch schon mal hier sehr lobend erwähnen, dass das kleine Power Display sehr scharf und ordentlich ist. Und dann sehen wir auch, dass der Tempomat von Max 56 da drin steht. Ja, ich würde sagen, wir rollen los. Sehr kräftiger Sound. 722er jetzt hier. Ich habe noch ganz gut die Testfahrt vom 720er im Kopf. Mal gucken, wie das jetzt hier im 722er wird. Ob da spürbar mehr Leistung am Start ist. Wir geben Gas. Naja. Ein wenig. Sound ist auf jeden Fall richtig brummig, richtig dumpf. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir geben ihm wie gewohnt wieder den Tempomaten und lassen ihn mal machen. Kommt, by the way, auch wieder das Tempomat-Symbol. Motorlast fast 100%, also hier hat er wirklich zu kämpfen. Man muss dazu sagen, hier geht es aber auch wirklich sportlich bergauf. sechs Umdrehungen ist Maximum. Wir haben so einen Reifensäuse. Die Maximalgeschwindigkeit. Also, es ist ein anderer Sound als im SCR. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool, dass man hier die Unterscheidung macht. Inwieweit diese Sounds akkurat sind oder nicht, kann ich persönlich nicht beurteilen. Ich finde es aber cool. Muss allerdings sagen, dass der Sound im SCR
eine Nummer geiler war, eine Nummer variabler. Da ist mehr passiert, da war mehr los. Der Sound hier ist nicht schlecht. Der brummt schön vor sich hin. Am SCR war irgendwie, ich weiß auch nicht, da waren noch mehr Soundkomponenten oder so. Nichtsdestotrotz, schöner, sauberer, klarer Sound. Kann man wunderbar mitarbeiten. Ich gehe nochmal in Geschwindigkeit halten. Achso, Sekunde. So, wir gehen nochmal in Geschwindigkeit halten. Ich gebe mal hier manuell ein bisschen. Okay, hier haben wir ein etwas anderes Soundbild in der Teillast. Ne, wenn wir aus der Last rausgehen. Es ist gut. Es ist gut. Es ist anders, aber es ist gut. Ja, von der Kraftentfaltung her auch eher als 722er hat hier ganz schön zu ziehen mit dem Anaburger. Macht's aber trotzdem ganz souverän an der Stelle, würde ich sagen. Fahrverhalten fühlt es sich jetzt echt gut an. Linear, weich, alles ordentlich, alles schön. Richtig auf dem Acker drauf, weiß ich nicht, wie sich das dann entsprechend anfühlt. Das testet ihr aber am besten selber mal aus. Wenn ihr auch wollt, dass wir vielleicht so eine Teststreckenkomponente der Unebenheiten mit hinzufügen, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde jetzt ins Fazit switchen. Das Fazit des 722 Vario S4 von Schnibbel Modding. Summa summarum, genauso wie der SCR, super ausgestattetes Fahrzeug, super Funktion. Hier auch jetzt die Option auf LED-Beleuchtung umzuswitchen, auch ein ganz anderes Lichtbild zu haben als bei den Halogenern, finde ich sehr, sehr geil. Grundausstattung bzw. Grundkonzept dieses 700er Packs passt einfach vorn bis hinten sehr, sehr cool. Fährt sich sehr, sehr gut. Ist von der Leistung her, denke ich, auch völlig in Ordnung im völlig normalen Bereich. Also von mir wieder ein Däumchen nach oben. Ihr könnt euch, ich weiß es gar nicht, ob ihr den schon runterladen könnt. Checkt bitte meine Modliste aus, wenn er dort verfügbar ist. Beziehungsweise wenn das Pack dort verfügbar ist, dann werde ich euch das entsprechend auch schon verlinkt haben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Däumchen nach oben. Vergesst das kostenlose Abonnement nicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim Gen 6 Video wieder. Bis dahin, Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und munter. Bis bald.